ein wichtiges Thema, worüber ich mit euch diese Woche unbedingt sprechen möchte, in unserer Aktion Nicht quatschen, mitmachen, ist die Waage. Stellt euch vor einem geistigen Auge einfach mal einen Smart-Kleinwagen vor. Klappt das? Okay, dann stellt euch vor, drei Smart-Kleinwagen parken hintereinander, Stoßstange an Stoßstange. Und jetzt stellt euch vor, dass das Maß, was das ergibt, das war irgendwas über 7 Meter, ich habe es genau vergessen, ist ungefähr das, was ich insgesamt an Umfang reduziert habe. Also das bedeutet, was an Hüfte, an Oberarmen, an Oberschenkeln, an der Taille, an der Brust weggegangen ist, seitdem ich eben diese 150 Kilo schon abgenommen habe. Das ist natürlich ganz unglaublich, sich das vorzustellen, so drei Smart-Kleinwagen hintereinander, das ist schon eine ganze Menge. Worüber ich sprechen will, ist nicht über dieses unglaubliche Bild, was sich da einem dann im Kopf auftut, sondern über die Maße. Und zwar über das Maßnehmen genau genommen. Das Maßnehmen war für mich eine ganz, ganz lange Zeit der Ersatz für die Waage. Und mit der habe ich den Erfolg kontrolliert. Der Grund ist einfach, wenn ihr jetzt abnehmt, indem ihr eure Ernährung umstellt und mehr Bewegung habt, dann bekommt ihr auch durch das Training mehr Muskelmasse. Die ist aber schwerer als Fett. Was bedeutet, wenn ihr die Waage benutzt, um euren Erfolg zu kontrollieren, dann werdet ihr durch die Sportlichkeit, die ihr dann entwickelt, auf der Waage gar nicht viel sehen und möglicherweise frustriert sein. Aber was dann gegebenenfalls sogar passieren kann, das hatte ich eine Weile mal, als ich dann gedacht habe, komm, jetzt bist du schon so weit abgenommen, jetzt kommst du mit dem Gewicht klar, als das dann nicht mehr so über 200 war. Und dann kam das sogar, wenn der Trainingsplan mal umgestellt wurde, dass ich wieder sehr viel Muskelmasse aufgebaut habe, dass das Gewicht nach oben gegangen ist. Und das macht ein schlechtes Gefühl, obwohl man weiß, ich habe richtig gegessen, ich habe mich gut bewegt, ich habe mich gut entspannt, das ist auch wichtig. Trotzdem geht es nach oben. Klar, dann sind wir nicht motiviert. Trotzdem war es so, dass ich insgesamt Maß verloren habe. Aus dem Grund empfehle ich euch, wenn ihr mit einem Programm anfangt, dann stellt die Waage irgendwie weg oder zumindest begrenzt ihre Nutzungshäufigkeit. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, jeden Tag auf die Waage zu steigen. Einfach aus dem Grund, weil zum Beispiel hormonelle Schwankungen, Wasserschwankungen im Körper für Gewichtsveränderungen sorgen, die teilweise im Bereich von 2 Kilo liegen. Und 2 Kilo zum Beispiel mal mehr drauf können einen ganz schön demotivieren. Deshalb konkret maximal einmal im Monat wiegen und ansonsten habt ihr das Maßband, ihr habt eure Referenzkleidung, wenn ihr merkt, dass es lockerer wird und das sagt euch, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Messen und ich weiß nicht, ob es bei euch für so viele Kleinwagen reicht, ich hoffe nicht, weil das ist dann viel Arbeit, aber ihr schafft das.